Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wie ihr merkt, ich habe gute Laune. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wie ihr merkt, bin ich mich gerade am Fertigmachen. Ich war gerade duschen und habe gestern noch bis ganz spät in die Nacht mein Tanzvideo geschnitten. Und zwar ist das jetzt fertig. Ich kann euch das hier mal zeigen. Aber ich zeige euch das lieber am Handy, weil da seht ihr das Endprodukt, ja. Hier eine richtig coole Pose auf jeden Fall. Ich ziehe das jetzt erstmal rüber auf mein Handy und dann werde ich das heute Abend posten. Ich freue mich schon. Ja, heute will ich, dass ein produktiver Tag ist. Ich will heute Fotos machen. Anushka kommt gleich. Wir machen gleich zusammen Fotos. Und ja, ich wollte heute ein bisschen mehr mädchenhaft und sexy sein. ja, einfach aus dem Grund, weil mein Tanzvideo sehr sportlich ist und ich möchte, und davor habe ich auch einen Post, was sehr sportlich ist und davor auch und davor auch und davor auch. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen mädchenhaftere Bilder machen. Also so ein bisschen, ja, so halt, ne? So ein bisschen mädchenhaft. Rosa, ich habe mich auch rosa geschminkt. Ich habe mich auch so heute mehr geschminkt, wie ihr seht. Und es fehlt aber noch was. Also ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch Highlighter, Rouge und meinen unteren Wimpernkranz schminken. Ja, das werde ich auch jetzt erstmal tun. Aber zuerst ziehe ich das Video auf mein Handy, damit ich euch das zeigen kann. Hallo, mein Name ist Ruben Jakob Fees und ich habe den Todeskater. Ich sag's euch. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nichts mehr. Mein Gehirn ist leer. Alles, was ich jemals wusste, ist weg. Ich sehe auch schrecklich aus. Schaut mal meine Augenringe an. Oh, deswegen ziehe ich jetzt aber meine Brille an heute. Damit ich auch ein bisschen besser sehe. Nee, also, ich bin gestern ein bisschen abgestürzt. Die Limo war extra zuckerhaltig. Ich war um 5 Uhr morgens zu Hause. Und ja, mir geht's gerade nicht so blendend. Ich wollte eigentlich voll dramatisch filmen, wie ich aufwache, aber ich habe keine Kraft. Ich habe so null Kraft. Und ich habe es jetzt irgendwie geschafft, mich duschen zu gehen und mich anzuziehen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich war gerade auch irgendwie gefühlt gar nicht anwesend. Und ja, willkommen bei Berlin, Leute. Der Show mit dem größten Spannungsfaktor. Der Show, in der ihr immer wieder was lernt. Und die Lektion, die wir heute lernen, ist: Alkohol ist nicht gut. Ich werde heute auf jeden Fall nicht leben. Mir ist richtig schlecht. Bei mir dreht sich alles. Aber. Und ich weiß auch echt nicht, was. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich Hunger habe. Und deswegen gehe ich jetzt raus und esse was. Ivana muss noch ein paar Erledigungen machen. Und ich glaube, ich werde einfach mitkommen und ein bisschen leben, damit ich mich nachher wieder ins Bett legen kann und weiter sterben kann. So Leute, es hat funktioniert und ich werde euch das jetzt zeigen. Ich mache dafür aber direkt Instagram auf, damit ihr schon direkt den Schnitt seht. Hey.
das Tanzvideo, Leute. Und ich werde es heute Abend posten. Aber jetzt muss ich mich erstmal weiter schminken. Ja. Mein Schminkplatz sieht übrigens so aus. Ja, die Mädels, die kennen das. Und das Ding ist, der Schminktisch sieht einfach immer so aus. Also ich versuche ihn wirklich jeden Tag aufzuräumen, aber dann denke ich mir so, wo ist der Sinn, wenn der eh dann wieder unordentlich sein wird. So, wir sind wieder fleißig im Studio. Fleißig. Habt ihr gehört, das ist mein Echo? Fleißig. Fleißig. Im Studio. You. Jetzt werden die Verses aufgenommen. Die Rap-Parts. Seid dabei, ich gehe jetzt rüber. Chloe ist auch am Start, die macht hier ein bisschen Breakdance zum Song. Chloe, bis gleich. Tschüss. Seid verrückt, kann schon sein. Und ja, die Welt ist groß, keiner kriegt uns klein. Chloe! Chloe hat gerade gebellt, weil sie denkt, ich bin weg. Mädchen von Seite 1 ist leider meins. Ah. Gelb, der. Diese Welt sei verrückt, kann schon sein. Und ja, die Welt ist groß, keiner kriegt uns klein. Nur wir zwei allein, sagt den Jungs hier, das Mädchen von Seite 1. Ist leider meins, mein Herz, mein Kopf, mein Bauch. Egal wo du bist, ich bin dort zu Haus. Dein Mund eine Waffe, jeder Kuss ist geladen. Es knallt, ich sehe nur noch Farben. Okay. Leute, also an die Mädels, sehen eure Paletten auch immer so dreckig aus? Ey! Auf jeden Fall sehen eure Paletten auch immer so aus. So. Überall dreckig und ich putze sie richtig oft, aber sie werden einfach nicht sauber. You got some vacation time. You and your girlfriend too bad mind. Bad, bad, bad when you both combine. I don't know why you look so nice. Girl, you're not nice, so there's the Puder we all like. Oh. Puder, 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 Puder. Okay, Freunde. Jetzt aber. Janice so, guten Morgen. Beziehungsweise schon wie. Es ist irgendwie mein neuer Catchphrase geworden. Guten Morgen, beziehungsweise guten Nachmittag, weil es ist schon viel zu spät für morgen. Ja, es ist 2 ungefähr. Und ich bin krank. Also gestern Abend war ich ja schon krank, aber jetzt heute bin ich aufgewacht und war richtig krank. Und deswegen ja, habe ich jetzt eigentlich nur Bock im Bett zu liegen. Aber dadurch, dass Nilo auch krank ist und Ruben übelst verkatert, habe ich mich als guter Samariter bereit erklärt,
Hühnersuppe zu kochen. Comment, no. Ja, als guter Samariter reitest du auf deinem Ross dahin. Ja. Lässt dich chauffieren. Oder auf meinem Jaguar. Genau, lässt dich chauffieren zum Supermarkt. Ja, okay, Daniel muss mich zum Supermarkt und nach Hause fahren und dann warten, bis ich fertig bin und mich da wieder mitnehmen. But it's my day. You said it's my day. It is your day. So you do whatever I want to do. You got it. Nice. Auf jeden Fall, ja, mache ich dann jetzt so eine kleine Hühnersuppe, glaube ich. Und hoffe, dass es dann den anderen irgendwann auch besser geht. Ich habe vorhin schon inhaliert. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Meine Nase ist auf jeden Fall frei gerade. Also einigermaßen. Also sie ist natürlich verstopft irgendwie oben, aber ich muss wenigstens nicht die ganze Zeit durch den Mund atmen, weil das hasse ich am allermeisten am Kranksein, ist, dass ich die ganze Zeit durch den Mund atmen muss. Das ist so ungefähr das Schlimmste, finde ich. Ich hasse es. Gut, dass wir das auch geklärt hätten. Ja. Ich hasse das. Oh Mann, da kommt der Pfeifer bei mir raus. Ich hasse das. Richtig guter Input, den du hier gerade hast. Ja, okay, darf ich vielleicht mal über meinen Befindungs... Zustand. Ja, reden? Also darum geht es ja auch irgendwie in der Sendung, ne? Vielleicht. Sure. Ja, Niloufar zieht leider wieder aus jetzt. Was echt schade ist. Ich habe mich voll gefreut, dass sie da war. Auch wenn ich nicht so viel von ihr mitbekommen habe, leider. Ich wünschte mir, sie würde länger bleiben. Aber vielleicht kommt sie ja nochmal. Also sie kommt uns auf jeden Fall besuchen, das ist sicher. Aber ich hoffe, sie zieht vielleicht nochmal länger ein. Aber ja, und genau, Ivana möchte noch ein paar Fotos machen. Das heißt, das machen wir auch noch. Wir fahren jetzt erstmal hin und gucken, was so abgeht. Aber ich denke, da wird noch was Gutes bei rumkommen heute. Von daher, bis gleich. Ich bin jetzt mit dem Make-up fertig. Gefällt euch das? Schreibt es mal in die Kommentare. Bisschen mehr als sonst. Aber es gefällt mir. Ja, jetzt sind die Haare dran, ne, Leute? Jetzt sind die Haare dran. Oh, ich habe mein Fenster aufgelassen. Es ist voll kalt. Aber... Oh, die Sonne scheint. Oh, Leute, die Sonne scheint. Oh, ich liebe ja meine Aussicht. Aber es ist kalt, deswegen machen wir das Fenster wieder zu. Ja, Leute, ich mache jetzt auch ein paar Schnittbilder, so nennen wir das. Schnittbilder sind halt bei uns, wenn wir einfach die Kamera hinstellen, sie 20 Minuten laufen lassen, wie wir unsere Haare föhnen und davon ungefähr 10 Sekunden reingeschnitten werden. Ja, auf jeden Fall, das Schnittteam hat bestimmt richtig Spaß dabei, mir 20 Minuten dabei zuzugucken und dann nur 10 Sekunden draus zu schneiden. Aber so machen wir das halt. Deswegen mache ich das jetzt. Ich föhne meine Haare nicht 20 Minuten, keine Sorge. Ich föhne sie ungefähr 5 Minuten. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schnittbild. Man sagt, diese Welt sei verrückt. Kann schon sein. Und ja, die Welt ist groß. Keiner kriegt uns klein. Nur wir zwei allein. Sag den Jungs hier, das Mädchen von Seite 1 ist leider meins. Mein Herz, mein Kopf, mein Bauch. Egal wo du bist, ich bin dort zu Haus. Dein Mund eine Waffe, jeder Kuss ist geladen. Es knallt. Ich sehe nur noch Farben. Ja. Ja, so wie gerade eben der Loop einfach. Perfekt. Ja. Und sagt, jetzt kannst du ein Stück leiser machen, meine Stimme. Dann kann ich mehr Power geben. Oh. Hier. Mhm. Man sagt, diese Welt sei verrückt. Kann schon sein. Und ja, die Welt ist groß. Keiner kriegt uns klein. Nur wir zwei allein. Sagt den Jungs hier, das Mädchen von Seite 1 ist leider meins. Mein Herz, mein Kopf, mein Bauch. Egal wo du bist, ich bin dort zu Haus. Dein Mund eine Waffe, jeder Kuss ist geladen. Es knallt. Ich sehe nur noch Farben. I'm all the way up.
My swag, my flow, I stole it back. They mad, too bad, my shows is back. My town, my crown, I really... So, Mission. Suppen-Dings startet jetzt. Kannst du filmen? Bio ist für mich Abfall. Okay. Gut, wir müssen jetzt erstmal kurz rausfinden, was wir alles für diese Suppe brauchen. Wir bräuchten theoretisch ein Suppenhuhn 2,5 Kilo, Salz, Suppengrün, Lorbeerblätter, Pepperkörner, Zwiebeln. Anuschka kann nicht kochen. Das ist doch gar nicht wahr. Du weißt doch, dass ich kochen kann. 3 bis 4 mittelgroße Möhren. Ach. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen. Finde ich jetzt ein bisschen zu viel. Also, das braucht man halt alles. Das ist halt schon echt nicht wenig. In meinen Augen. Ach ja, übrigens, wenn ihr euch fragt, was ich hier anhabe, das ist Daniels Hemd. Das steht mir besser als ihm. Right? Ja. Also das Ding ist, dass ich jetzt gerade gemerkt habe, irgendwie jetzt, wo ich so lese, was man alles für eine Hühnersuppe braucht, dass mir das jetzt alles ein bisschen zu viel Arbeit ist, glaube ich. Ich werde das jetzt nicht machen mit dieser Hühnersuppe. Das, wie gesagt, ist mir jetzt einfach ein bisschen zu anstrengend, weil man ungefähr den halben Supermarkt kaufen müsste. What are you doing? Really? 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 This is not your fucking... Okay, ich hasse diesen Bio-Supermarkt sowieso, aber dieser behinderte Bio-Supermarkt hat einfach keine Dosensachen. So, und deswegen kann ich jetzt nicht mal Dosenhühnersuppe kaufen. Danke. Ja, cool. Kann ich auch nichts jetzt kaufen für die anderen. Ups, sorry. Tut mir leid. Welt sei verrückt. Kann schon sein. Ja. Ja. Kann schon sein. Keiner kriegt uns klein. 2 allein. Okay. Oh, ey, Simre. Ey, das müsst ihr mal hören. Warte kurz. Warte. Lass mal. Hast du es gelassen? Mach nochmal. Warte. So, ihr seid jetzt in den Kopfhörern. Okay. Gesang. Okay. Ich muss mich gerade ein bisschen einsingen. Ja. Okay, ready. Kann schon sein. Ja. Ja. Yeah. Kann schon sein, keiner kriegt uns klein. Von Seite 1 ist leider meins, mein Bauch, ich bin dort zu Haus. Jeder Kuss ist geladen, ich sehe nur noch Farben. Ah, die war, okay, nochmal. Ja. Ich sehe nur noch Farben. Ja, weil dazwischen war ich mir jetzt nicht sicher, mach ich jetzt tief oder hoch und auf einmal war es so ein, ja. Ich sehe nur noch Farben, kann schon sein. Okay. So, after all habe ich jetzt doch noch Hühnersuppe gefunden. Fixe Tasse, Freunde. Die anderen werden niemals merken, dass ich das nicht selber gekauft habe. Ich bin halt ernst, ne? Ich gebe das denen so. Und sage, ich hätte das gekocht.
Ich habe außerdem nur 300 Liter, 300 Milliliter gekocht. Weil ich halt, ich denke mir halt einfach so, ich finde, man braucht nicht mehr zu essen am Tag als das. Naja, ich werde jetzt mal hier mich kurz hinchillen und dann gucken wir mal, wie es ist mit Ivana und so. So Leute, ich bin jetzt fertig, wie ihr seht, und Moment, ich stelle euch einfach mal. Stell sie mal dahin. Ich stelle euch jetzt einmal hier hin. Ich habe jetzt nochmal meine dunkelgrauen Augenringe abgedeckt und Iwanski ist schon ready. Also hier komplett glow, Kim Kardashian Style gerade irgendwie. Und jetzt machen wir ein paar Pics, Leute. Ich meine, das ist ganz süß, wenn man deinen Nachttisch noch sieht. Find your pose. Zeig mal erstmal. Okay. Bisschen ausstehen geht, aber pass auf, dass man meinen BH nicht sieht. Okay. Dann sieht man ihn. Yes, girl. Give it to me! Da, über dem Bild wollte ich nicht lachen. Ich wollte es nicht. Achso, okay. Ist ein bisschen sexy. Da sieht man jetzt dein BH. Also ich find's geil, aber wenn du es nicht willst, dann. Nein, aber. Ich glaub bestimmt, was geht. Oh la la, hallo. Zeig mal. Ich gucke Latina-Vibes gerade auf jeden Fall. Ja, schon mal. Fotos von Ivana sind gemacht. Jetzt gehen wir hoch. Und ich versuche mal trotz meiner Erkältung irgendwie ansatzweise foto-ready auszusehen. Ich feiere das Hemd einfach so übel, dass ich da wirklich. Oh mein Gott, das ist richtig. Ja, Digga, das ist richtig gut. Ja, lass mal da hinten. Ja. Ja, so, wir haben jetzt den ersten Verse schon aufgenommen, es kommt der zweite Verse. Wir müssen es heute alles relativ schnell machen, aber wenn es kacke wird, machen wir es halt einfach nochmal. Oder? Okay. Ja, wir versuchen es mal. Ja, genau. Ah. Nur mit dir unterwegs in die Nacht. Diese Welt wirkt so klein, wenn ich sehe, wie du lachst. Die anderen daneben setzt den Boden in Flammen. Wir haben gerade den Tanz unseres Lebens. Und wirklich, es stimmt. Keiner wird, wie wir sind. Und endlos zu zweit, schreib über uns aus der Endlosigkeit. Da haben wir es. Nach 23 Minuten, ich sehe es hier, 23:49 haben wir den Satz, den wir haben wollten. So, Iwanski hat sich jetzt nochmal umgezogen. Ich freue mich auf den Sommer, wie ihr seht. Ivana, das, so kennen wir dich ja gar nicht. I got a lot of haters, I'ma let them niggas hate. I will never be fake, that ain't up for debate. And I will never, ever, 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 ever give up. Won't never, ever, ever, ever give a fuck. You won't bring me down, 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 down. You won't bring me down, 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 down. You got me fucked up. Irgendwie rede ich auch anders als sonst, kann das sein? Aber mein Gehirn ist einfach nicht da. Egal. Los geht's. Da ist Iwanski. Okay. So, Anushka und ich, wir sind jetzt fertig mit Fotos machen. Und jetzt gehen Ruben und ich zum Hackischen Markt. Gehen da jetzt erstmal zu Yam Yam essen.
Dann brauche ich neue Sportsachen. Jeroen braucht neue Schuhe. Oh, Ruby. Ihm geht's halt echt nicht gut. Ich bin nicht da eigentlich. Oh Mann. Ich will sterben. Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt ein Outfit zusammengestellt, welches wir auch gleich fotografieren. Heute ist halt wieder so ein Fototag, wo ich so viele Fotos wie möglich auf einmal mache. Und dann habe ich die nächsten Tage Ruhe. Ja. Okay. Das war mein Gehirn, Leute, sorry. Aber ich liebe die Sonne. Ich liebe die Sonne. Ich liebe die Sonne. Die Sonne ist so schön. Ich liebe die Sonne. Sonne. Halt's Maul. Okay. Ey, seht ihr Leute? Es ist wirklich Sonne, die mir gute Laune macht. Seht ihr, das ist der Beweis. Also bei mir das auch ist so, also endgültig ich bin, der Beweis. Nee, es ist wirklich, aber es war bei mir auch so, als ich nach Barcelona bin. In Barcelona ging es mir so gut, es war so tolles Wetter. Ist ehrlich sogar so. Jetzt, also mir geht's scheiße, aber dadurch, dass die Sonne da ist, einfach geil. Ja. Boah, mein Bart sieht so rot aus gerade. Was soll denn der Scheiß eigentlich? Ich muss auf jeden Fall demnächst irgendwo hin, die Sonne. In my head. Yeah. Sag mal, habt ihr noch nie gesehen? Wuhu! Fünf, ja? Ja, Yam Yam. Hinter dieser Baustelle noch. Ich hab einfach nur irgendeine Zahl gesagt, das war erfunden. Ja, hier, perfekt. Hi, 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 hi. You, oh fuck. You and you and me. Ich glaube, den Gesangpart muss man jetzt mal rausnehmen. Der klang ein bisschen kacke, wenn man das so hört. Weil da kommt ja ein Effekt drüber, deswegen musste man das extra schräg singen. Oder Kiste, sag mal. Das ist der Trick. Heutzutage singt man extra falsch, damit man das dann so verstellen kann, dass es extra geil singt. Klingt. Ja. Okay. Tschüss. Dann können wir einmal die 7B haben, aber können wir das mit Glasnudeln machen? Weil Gluten ist es dann mit den Salzbohnen. Und ganz wichtig, ohne Zwiebeln und ohne Lauch. Genau, und am besten mit Glasnudeln. Und dann einmal die 10B, Bibimbap. Genau. Kennt mich, Leute, ich bin geschockt. Und dann. Ihr habt doch einfach für mich bestellt. 3B. Gebraten. Und ich nehme ein Plum-Eis hier. Du nimmst wahrscheinlich ein großes Wasser. Ja. Ein großes Wasser. Ohne Gas. Kennt mich. Ohne Gas, oder? Ja. Ja. Perfekt. Krass. Er hat gerade einfach für mich bestellt und als wäre das aus meinem Mund gekommen. Ist nicht so schwer. Kein Gluten, keine Zwiebeln. Ja, oder so. Aber auch mit den Nudeln und so. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert, ne? Oh, du bist. Oh, weh. You. Guten Appetit, Ruben. Guten Appetit. Those voices in my head.
hat sich neue Schuhe gegönnt. Zeig mal deine Schuhe. Oh yes, oh yeah, damn, damn baby, oh yes, Michael Jackson on Fleek oder was? Ja, wir sind jetzt hier am Hackischen Markt und wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Er hat neue Schuhe gebraucht, ich brauche ganz dringend neue Sportsachen, also Tanzklamotten mäßig so, aber auch Fitnesssachen, also alles mögliche, weil ich muss ja immer Fitnessbilder machen, ich muss immer Tanzvideos machen, auch zum Training, ich brauche immer... ja, Sachen halt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ruben, freust du dich? Ich bin so voller Freude. Wow. Ich will mehr Schuhe. Ja Leute, ich habe mir ein paar, wie ihr schon gesehen habt, neue Schuhe gekauft. Die hat sonst keiner. Ich bin der Einzige, der die hat. Ihr wisst, ich bin ja eine Stil-Ikone quasi. Immer individuell, immer einen Schritt voraus. Und wir gehen jetzt erstmal zu Adidas, denn ich brauche noch andere Schuhe. Ich habe nämlich entschlossen, ich habe irgendwie nur ein paar Schuhe. Das ist zu wenig. In die Nacht, diese Welt wirkt zu klein, wenn ich sehe, wie du lachst. Wir werden hier gerade die Spuren gecuttet. Setzt den Boden in Flammen. Wir haben mehrere Spuren aufgenommen. Backups, Main-Spuren. Keiner wird, wie wir sind. Und endlich und damit ihr auch alle gleich sind und auch im Takt sind. Ich bin gerade noch richtig geschoben. Man hört sich das später nicht an wie 30 Stimmen, sondern wie eine. Und ein paar Backup-Stimmen. Hört sich das alles auch ein bisschen sauberer an. Das sieht dann nämlich so aus. Etwas kompliziert. Die anderen daneben. Setz den Boden in Flammen. Wir haben gerade den Tanz unseres Lebens. Und wirklich, es stimmt. Keiner wird, wie wir sind. Und endlich zu zweit, endlos zu zweit. Schreib über uns aus der Endlosigkeit. Leute, ich habe mich halt einfach verliebt in diese drei Sachen. Aber ich werde nicht alles davon mitnehmen, weil das echt teuer sein würde. Ich glaube, die Jacke allein kostet schon 100 Euro. Und ich will jetzt auch nicht so krass übertreiben. Aber ich habe mich halt verliebt. Also das Oberteil finde ich richtig geil. Und auch die Hose. Ist halt so eine... Ja, ich habe meine Hose noch drunter. Ich war ein bisschen zu faul, meine Hose gerade auszuziehen. Deswegen habe ich die einfach drüber gezogen. Das Ding ist, ich bin eher so der Typ, ich gebe lieber... bei H&M 100 Euro aus und habe 10 Sachen davon, als hier 100 Euro und habe nur eine Sache davon. Ich weiß es nicht. Ruben ruft mich an. Ruben? Ich bin in der Umkleidekabine. Hinten bei der Kasse. Ja, komm hier hin. Du musst mir helfen. Okay, bis gleich. Ich finde alles drei geil. Also so kombiniert vielleicht nicht, aber das Oberteil ist geil. Die Hose ist unnormal. Ich habe mir die gleiche für Männer gekauft. Ja, ja, ich muss sie mir auch holen. Die Jacke, Ruben, Ruben, bitte, bitte. Diese Jacke ist so unnormal, aber die kostet 100 Euro. Schnäppchen. Nimm mal bitte. Kauf, 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 kauf. Hä, die sieht aber auch geil aus. Heftig, aber 100 Euro. Mein Mantel hat auch 100 Euro gekostet. Ja, aber Mantel, das hält dich warm. Nee, der... Pass mal bitte den Mantel an. Das Deko. Ja, das Ding ist, das Oberteil kostet 50 und das kostet keine Ahnung. Aber die Jacke ist unnormal. Nee, du brauchst die Jacke. Ich brauche sie. Nee, die Farbe steht dir halt mega. Ja, nee. Mega, mega. Heftig. Die ist richtig geil. Okay, ich hol alles. Ha! Shoppen mit Ruben. Ja, also Ivan und ich haben jetzt ein paar Fotos gemacht. Ich zeige euch mal meinen Favoriten. Moment. Ich glaube, das bearbeite ich jetzt gleich mal. Und... Beziehungsweise, ich kann euch eigentlich mal zeigen, wie ich Fotos bearbeite. Also Freunde, schaut genau zu. Ihr geht auf Facetune. Öffnet euer Bild, das ihr bearbeiten wollt. Hier, Favorites. Ich will das hier bearbeiten.
Dann fangt ihr mal an. Was stört euch? Mich stört, dass ich hier überall so komisch rot im Gesicht bin und Schatten habe. Dann smoothe ich hier erstmal ein bisschen was. Ihr könnt auf jeden Fall nicht eure Nasenfalte wegsmoothen. Das macht keinen Sinn. Wie funktioniert denn das? Ich kenne das gar nicht. Echt, ne? Nee. Hier. So ein bisschen. Aber das sieht man halt immer so voll krass, finde ich. Geht. So. Okay, what the fuck. Was denn? Das ist ja übelst krass. Jetzt will ich, dass das hier ein bisschen schöner aussieht, deswegen reshape ich mich mal ein bisschen. Wait, what? Man kann das reshapen? Na klar. Das ist doch ein Scherz. Nein, Digga. Bisschen mehr Arsch? Nee, ich würde weniger machen. Wieso? Weiß nicht, die Hose ist so eh so Mom-Jeans-mäßig. Ja, das ist so ein bisschen dünner hier. Okay, Leute. Ja. Ist ja verrückt. Krass, das kann ich gar nicht. Machst du bei allen deinen Fotos? Bei vielen. Ja, halt so aufräumen so ein bisschen, dass es halt so gut aussieht. Dann der Unterschied ist auf jeden krass. Fall. Also man sieht es nicht. Besonders die Taille auf jeden Fall. Ja. Ist halt voll wichtig. Ich finde immer noch die Schulter irgendwie ein bisschen. Ja, die Schulter ist ein bisschen zu. Soll ich mal? Kann man es rückgängig machen? Ja, aber ne. So ist besser, oder? Okay. Nice, oder? Okay, Leute, ich raste irgendwie schon wieder komplett aus. Ich habe gerade diese Jacke gefunden und ich glaube, das ist meine neue Farbe. Ich habe ja schon ein T-Shirt in der Farbe und ich glaube, das sieht richtig fresh aus. Das werde ich jetzt mal anziehen und dann schauen wir mal, wie das aussieht. In 3, 2, 1. Okay, also wie cool ist das? Das ist einfach eine fucking PlayStation. Hoodie, also kein Hoodie, Sweatshirt, keine Ahnung, ein langärmliches T-Shirt. Und diese Jacke gefällt mir auch richtig gut. Finde ich richtig fresh. Weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie bin ich gerade im Modus. Das hole ich mir. Leute, das Lustige ist halt, ich habe mir jetzt diese Jacke gekauft und wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist diese Jacke rosa, wie mein T-Shirt rosa. Von wo habe ich das wohl? Ich fange auf einmal an, mir rosa Sachen zu kaufen. Ivana hinterlässt Spuren. So, hier ist übrigens der Kofferraum. Ja, warte, so. Alle meine Tüten sind halt gerissen. Ja, du weißt auch nicht, was du machst. Dann so, so, so. Oh, dir ist eine Red Bull runtergefallen. Tschüss. Okay. Ja. Was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Oh yes, ey. Ich will einfach nur diese Sachen ablegen. Ich schwöre, Shoppen ist anstrengend. So Leute, jetzt wisst ihr, wovon wir reden. Wir waren ein bisschen schock. Ein bisschen schock. Der zweite Step in meiner Bearbeitung ist Afterlight. Öffnet man das? So, dann kann man anfangen mit so Zeugs wie, ich muss erstmal ein bisschen heller. Und ein bisschen weniger Kontrast.
Lichten. Belichtung. Bisschen mehr. Schatten. Bisschen weniger. Körnung mache ich ganz gerne. So, dann kann man hier die geilen Filter noch drauflegen. Ich nehme immer den hier. Jetzt kommt mein Favorite Part. Bisschen Dust. Das ist ganz geil, ne? Aber mit der App könnt ihr halt auch so einen Scheiß machen. So Lichtreflexe und irgendwelche Burns halt, die halt bei analogen Kameras entstehen würden. Ja, cool, ne? Gut, jetzt haben wir's. Freunde, Freunde, Freunde! Ich bin wieder zu Hause von unserem Shopping-Trip. Und das war auf jeden Fall eine kleine Eskalation, würde ich mal sagen. Aber das ist auch okay so. Ich fühle mich jetzt gerade nur so ein bisschen schlecht, deswegen habe ich jetzt entschlossen, dass ich meine Klamotten aussortiere. Ich habe eh nicht so viel, aber ich werde das mal aussortieren und das, was ich aussortiere, werde ich, glaube ich, spenden gehen oder meinem kleinen Bruder geben. Das weiß ich gerade noch nicht ganz genau. Aber hier ist übrigens das hässlichste T-Shirt aller Zeiten, ich weiß, aber kombiniert sieht das cool aus. Passt auf, weil so ist es so ein bisschen so, ich weiß nicht, aber mit meiner neuen Lieblingsjacke sieht das Ganze, finde ich, dann auch schon wieder fresh aus. Okay, hier ist irgendwie Studiolicht an, warum auch immer. Was geht hier ab? Ich hab Nino meine Sachen gezeigt. Oh, schön! Oder? Ja! Ich liebe die Jacke halt. Die steht hier unnormal. Also das ist irgendwie... Endlich mal was anderes. Und vor allen Dingen, das ist auch irgendwie... Ich hätte niemals gedacht, dass ich so eine Farbe mal feiere. Das hat ja mit diesem T-Shirt. Ich habe ein T-Shirt genau in der Farbe. Und ich war so... Ja, er wird rosa, so wie ich. Ja. Bald mache ich auch Tanzvideo. Watch out. cool, hier ist irgendwie so eine Art Mülleimer. Wir haben mittlerweile einfach schon so viel Müll hier drin. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit allem. Schaut mal bitte. Hier ist der nächste Karton. Da... Oh, das habe ich gerade runtergeworfen, lol. Sonst denkt Anuschka wieder, dass es nicht ihr Müll ist. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall meine Klamotten aussortieren und dann mache ich mir noch Gedanken, was heute noch so passiert, weil ich finde jetzt nur so einen Tag damit zu verbringen, zu shoppen ist jetzt auch nicht so interessant, das heißt, irgendwas muss noch passieren. Boah, dieses Licht ist so geil, gell? Ich bin so verliebt. So eine neue Farbe. Also ich finde halt, diese Farbe ist so nice. Und dieses T-Shirt ist so hässlich, aber zusammen mit dieser Jacke ist es so schön. Ich liebe dieses Muster. Nee, ich hasse das eigentlich. Aber es hat halt so japanische Schriftzeichen drauf. Und halt mit der Jacke zusammen ist halt cool. Habt ihr dieselbe Hose geholt? Ich habe die Männerversion. Ja. Sie hat die Frauenversion. Ja. Die ist noch ein bisschen kürzer, glaube ich, und ein bisschen weiter unten. Könnt ihr Partnerlook machen? Ja. Ja, ich meine, anscheinend bin ich ja gerade dabei, zu Ivana zu werden. Ich habe mir jetzt noch so eine schwarze Perücke, so lange Haare. Und dann geht's los, Leute, würde ich sagen. Ja. So. Die Arbeit ist erledigt. Ich fahre jetzt gerade nach Hause. Und habe eine kleine Überraschung mitgenommen für meine Kumpels. Und zwar werde ich es euch gleich zeigen. Eine Sekunde. Zieht euch das mal rein. Eine fette Sushi-Platte für 3 Personen. Das werden wir uns in unseren Körper reinprügeln, in unser Maul reinprügeln. Ich habe schon richtig Bock. Und... ja, ich bin auf dem Heimweg. Wir haben den Song aufgenommen. Kiste cuttet jetzt gerade noch ein bisschen was zusammen. Und schicken wir das dann rüber. Ich bin gespannt.
Heute werde ich früher schlafen gehen, weil morgen fahre ich nach Hamburg. Ich lege morgen in Hamburg auf, zu einer Eröffnung. Freue mich dann auf Sinn, schon mit den Hamburger Jungs ein bisschen dann drauf zu machen, weil ich schon jetzt ein bisschen länger nicht mehr Party gemacht habe. Und ein paar Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gerne Party mache, weil ich einfach ein fröhlicher Mensch bin. Deswegen freue ich mich auch auf Hamburg, da ein bisschen dann drauf zu machen. Ich gönne mir jetzt das Sushi, dann vielleicht noch einen Film auf Easy. Dann gehe ich ins Bett. Wir sehen uns dann später wieder. Tschüssikowski. Okay, ich denke ja irgendwie immer, dass ich gar keine Klamotten habe. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Denn das hier alles sind ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht mehr brauche oder nicht mehr haben will. Unter anderem auch der Mantel, den ich mir letztens gekauft habe. Ich glaube, den kann ich auch weggeben, letztendlich. Ich habe jetzt schönere. Ja. Und es war eh so, also der ist schön, aber der gefällt mir nicht ganz so gut. Und sonst noch diese Bomberjacke hier von COS. Die ist eigentlich auch schön, aber vielleicht behalte ich die auch. Ich habe jetzt hier meinen Drucker installiert, also beziehungsweise es installiert sich gerade. Ja, das habe ich auf jeden Fall gebraucht. Der ist jetzt einfach auf meinem Schreibtisch, genau neben meinem ganzen anderen Papierkram und meinem Laptop. Und ja, das ist sozusagen jetzt mein Arbeitsbereich. meine ganzen Klamotten habe ich auch eingeräumt. Und ein paar habe ich auch aussortiert. Dann habe ich hier noch ein bisschen Ordnung gemacht. Und ja, ich glaube, somit ist der heutige Tag vorbei. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe gleich noch ein bisschen zu Ruben. Ich gucke mal, was der so gleich macht. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich gleich bei euch. Weil ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht schlafen gehen werde. Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal eben gute Nacht, weil heute eh nichts Spannendes mehr passiert. Und ja, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr natürlich morgen einschaltet. Und ich werde mich auf jeden Fall jetzt abschminken und meine neue Creme benutzen, die ich mir gerade gekauft habe. Und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns morgen. Ich werde jetzt nicht mehr so viel machen. Ich bin voll müde. Und muss jetzt auf jeden Fall schlafen, meinen Krater auskurieren. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, wie eh und je. Und ich sage euch eins, ich trinke so schnell keinen Alkohol mehr. Also ich, falls es euch aufgefallen ist, seitdem ich jetzt jeden Tag vlogge, ist es wirklich krass viel weniger geworden. Also am Anfang bei den ersten Folgen sieht man noch so ein bisschen die Reste meiner Vergangenheit, irgendwie, dass wir so jede Woche mehrmals getrunken haben und so, aber jetzt ist die Zeit vorbei, habe ich das Gefühl. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen, vielen Dank fürs Einschalten, wir sehen uns morgen wieder. Okay, Leute, wie ihr seht, ist bei mir gerade alles vorbei. Daniel ist auf einem Dinner mit seinen Kollegen. Und ich sitze jetzt bei ihm und warte, dass er zurückkommt. Hat mir was zu essen bestellt. Ja, nicht nur ein Gericht, sondern einfach mal drei Gerichte, weil ich mich nicht entscheiden konnte und weil ich so übelst Hunger habe einfach. Die Tatsache, dass ich aber so viel Appetit habe, ist auf jeden Fall voll gut, wenn ich krank bin, weil das heißt, dass es so schlimm nicht sein kann. Weil wenn ich richtig, richtig krank bin, dann habe ich eigentlich gar keinen Appetit. Ich werde das jetzt mal essen, ein bisschen Modern Family schauen, bis Daniel wiederkommt und dann Haier machen. Also sage ich an dem Punkt einfach schon mal gute Nacht, vielen Dank fürs Einschalten heute, wünscht mir eine gute Besserung. Ich habe keinen Bock krank zu sein, ey. Und ja, dann bis morgen, liebe Freunde.